Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed. In der letzten Folge haben wir ja ein leichtes Gemetzel hier am Hafen gehabt, am Dock. Ja, hatten wir. Da wirst du dich wundern können, wie du möchtest. Und ja, mehr ist eigentlich gar nicht wirklich passiert. Auf jeden Fall ist hier hinten noch eine Tagebuchseite, die ich gerne holen würde. Schauen wir doch mal nach. Ja, genau. Wir erreichen New Orleans. Monsieur de Guy sagt, dass ich nicht bei den Sklaven schlafe, sondern in seinem Haus. Ich weiß nicht, was die anderen denken werden. Ich weiß nur, dass ich froh sein sollte über jedes Zuvorkommen. Sie ist also mittlerweile angekommen und hat dann eine neue Bleibe gefunden. Na gut, wir müssen mal abwarten. Schön wäre auf jeden Fall, wenn man irgendwie die neuen Seiten markieren könnte. Also wenn im Spiel klar wäre, welches die neuen Seiten sind, die man so hat. Weil irgendwann im Laufe der Zeit kommt man einfach bestimmt nicht mehr hinterher und weiß dann nicht mehr, welche Seiten nun die neuen sind oder nicht. Da ist noch ein Schmuggler. Oh, oh, oh. Au. Hier, Schmuggler. Komm mal her. Nee. Da. Mal gucken, ob er eine schöne neue Waffe für mich hat. Kurzwaffen. Nee. Vorräte haben wir alles. Schade. Hätte ja sein können. Aber vielleicht der Schmied. Gehen wir doch mal zu so einem Schmied. Der ist doch hier gleich. Hier ist sowieso erstmal noch eine... Ja, genau. Mal gucken, ob der irgendwas Schönes hat. Denn ich bräuchte mal wieder eine schöne neue Waffe. Kurzwaffen. Warum hatten... Normale Waffen? Kombo-Attentat weniger. Schaden. Da hast du wieder Kombo-Attentat weniger. Nee, die Waffen. Ich mag es ja auch nicht, ne? Wenn du irgendwie eine Waffe hast, so okay, bei dem einen wird mehr, bei dem anderen wird weniger. Wenn, dann sollte alles voll werden. Pistolen. Doppelläufige Pistole, die hat ein bisschen mehr Magazin. Die verändern sich gar nicht. Doppelpistole, Schaden auf kurze Distanz, Schaden auf große Distanz. Die hat Schaden auf kurze 4. Ausgerüstet. Da haben wir 4-2-1. Dann hätten wir 4-2 plus 1. Nein, dann nehmen wir doch die. Ja. Ist jetzt nicht viel, was wir uns aneignen konnten, aber zumindest ein bisschen. So, und dann schauen wir doch mal. Hier haben wir noch einen Schneider. Ob vielleicht auch der Schneider irgendwas Schönes für uns hat. Und du hast mich nicht gesehen. Nein, du hast mich nicht gesehen. Oh, hier sind... Warum sind denn hier eigentlich überall Wachen? Das geht mir auf den Sack. Komm mal her, du... Komischer Klon. Stirb. So, dann können wir nämlich jetzt endlich mal zum Schneider gehen. Und können mal gucken, ob der irgendwas Schönes für uns hat. Beutel. Ausgerüstet, ausgerüstet. Mittlerer Patronenbeutel. Kleiner Rauchbomben. Nö, der Patronenbeutel, der ist gut. Dann können wir nämlich ein bisschen mehr Munition mitnehmen. Schauen wir doch mal, ob wir jetzt noch ein bisschen mehr mitnehmen können.
Tatsächlich, 15 von 20. Sollen wir noch ein paar Rauch... Komm, wir nehmen noch ein paar... Wir nehmen noch den Rauchbombenbeutel mit, dann können wir noch ein paar mehr Rauchbomben mitnehmen. Also kaufen. Dann müssten wir da jetzt bei 10 sein. 5? Oh. Ne, wir bleiben auch hier mal beim Beil. Und nehmen mal hier unsere Pistole. Okay, gut. Na, dann gehen wir erstmal zur Mission. Wobei ich mich ja auch... Obwohl, nö, ich bleibe jetzt erstmal die Assassinen. Ist mir egal. Ich würde mal sagen, mir kann so leicht kein... Was macht er denn? Er hat sich aus der Erde rausgebackt. Auch nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, wir werden immer besser im Kämpfen. Und jetzt stört mich das auch, glaube ich, nicht, dass mein Bekanntheitsgrad nach oben geht. Denn so können wir ja zwischendurch, wenn wir ein bisschen morden, unsere Taschen wieder auffüllen mit Geld und mit hier Munition und sowas und müssen dafür kein Geld ausgeben beim Händler. Das hat doch mal was Gutes. Oh. Stirb doch endlich mal, du Arschloch. Meine Güte. Jetzt müssen wir sowieso erstmal wieder so einen Magistraten bestechen. Weil unser Bekanntheitsgrad ja mal wieder fast komplett voll ist und jetzt irgendwie dann doch alle hinterherrennen und uns angreifen. Aber ist nicht so schlimm, weil der nächste Magistrat ist schon auf der Karte zu sehen. Und wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen Geld eingesammelt, also ist es auch kein Problem, ein bisschen Geld auszugeben und den... Stirb! Du Arschloch! Stirb! Ah. Ja, also ein bisschen Geld auszugeben und unser Bekanntheitsgrad wieder senken zu lassen. So. Richtig. Und jetzt müssen wir da lang. Ich hoffe, die Mission ist nicht mehr allzu weit weg. Aber ich glaube nicht. Was müssen wir denn eigentlich nochmal machen? Ich weiß es gar nicht. Ach, hier ist ja noch dieser Bestechungsversuch gewesen. Quatsch, nicht Bestechungsversuch. Dieser andere hier, der da... Sollen wir das noch machen? Ich überlege gerade, da ist die Mission. Ja, komm, wir machen das noch schnell. Die Scheiben sehen ja hier auch geil aus. Wer hat denn hier randaliert? Können wir den von da hinten, von hier eigentlich töten? Lass dich doch mal fallen. Ja, oh. Tatsächlich. Naja gut, war jetzt nicht von der Entfernung, aber... Ja, ich bin doch schon da.
Ach so, ich muss wahrscheinlich wieder anonym sein. Jetzt müssen wir ihn erstmal plündern. Wir plündern ihn mal. Wir plündern. Wo auch immer er jetzt. Na gut. Mademoiselle Abelie, vielleicht habt ihr die höheren Preise auf diesem Markt bemerkt. Ein Kniff unserer Feinde, nehme ich an? Genau. Ein Erpresser namens Ratel. Er schüchtert sämtliche Händler ein und raubt ihnen ihren Profit. Als Kompensation verlangen sie höhere Preise und zahlen zudem weniger. Zeit für einen wirtschaftlichen Ausgleich. Ja. Findet ihn an den Docks und gleicht ihn aus. Davon werden wir alle profitieren. Das Ziel nicht selbst töten. Den Geschäftsrivalen finden und unentdeckt eliminieren. Und wo soll der jetzt sein? Ach so, okay. Gut, ich muss kurz überlegen. Wenn ich ihn nicht selbst eliminieren soll, dann muss ich die haben. Denn nur so besteht eine Chance, dass er von seinen Kollegen getötet wird. In der Hoffnung, dass jetzt hier auf den Dächern keine rumlaufen. Weil ich habe nur 3 Pfeile. Ah. Du hast gar nichts gesehen. Okay, das wird nix. Okay. Mein Gott. Also ich hätte mir das Knie gebrochen. Aber gut, sie scheint da ja ein bisschen schmerzfrei zu sein. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich will... habt ihr das Blutsplättern gehört? Ach so. Nee, na gut. Jetzt habe ich ihn doch selbst getötet. Naja, gut. Aber er ist doch gar nicht tot. Er rennt weg. Und greift vielleicht, Gott sei Dank, doch noch die anderen an. Na? Ja, bitte. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. So, bitteschön. Das Ziel selbst nicht töten. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe ihn nur mit einem Pfeil vergiftet. Ach, ihr seid doch scheiße. Und du halt die Fresse und stirb einfach. Mann, so ein Arschloch. Wirklich. Kann doch nicht wahr sein. Ich habe ihn nicht selbst getötet. Ihr habt es doch gesehen. Ich habe ihn nur vergiftet. Und er wurde von der Wache umgebracht. Nun denn, gehen wir mal zur Mission. Wer schießt denn da auf mich? Komm mal her, kleine Mistmade. Du bist mein nächstes Opfer. Hier, Verteidigung durchbrechen.
Machen wir anders. Wer nicht hören will, muss fühlen. Okay, ich rauche. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Verfluchte Axt. Die waren wohl doch noch ein bisschen zu stark. Egal, wir gehen zur Mission. Dann haben wir unsere Ruhe. Haben wir unsere Ruhe. Und wir nehmen mal die anderen Pfeile. Können wir ihn von hier töten? Tatsache. Mensch, das hat ja eine ordentliche Reichweite, das Ding. Du hast mich nicht gesehen. Du siehst mich auch nicht, denn du bist gleich tot. Wenn das ein bisschen schneller wäre, das mit dem Schießen von diesen Giftpfeilen, das wäre schon ganz cool. Aber ich glaube, leider werden wir in diesem Spiel nicht die Möglichkeit haben, die Sachen aufzubessern, sodass die Geschwindigkeit und das Nachladen der Waffe irgendwie schneller funktioniert. Was ich ein bisschen schade finde, weil das ja nun mittlerweile in fast jedem Spiel so ist, aber mein Gott, soll halt nicht sein. Meine Schülerin, du hast sicher das Chaos bemerkt, das die Rebellen anrichten. Ich habe schon einen Plan, doch wir müssen uns beeilen. Um neue Befehle zu erhalten, komm zum Friedhof, meinem letzten sicheren Versteck in der Stadt. Spute dich. Aha. Friedhof, ja. So, du wirst jetzt auch gleich sterben. Ich hab schon wieder die... Nee, ich hab die richtigen drin. Und zack. Mal gucken, ob er was Schönes für uns hat. Oh, oh, oh. Guck mal, wie sie immer backen. Wehe, du hast nichts Schönes. 34. Munitionsbeutel. Ich will keine Munition, ich will Pfeile. Ich will Giftpfeile haben. Zack. Gibt's hier noch ein paar Leute, die wir umbringen können? Warum gibt's hier keine Wachen auf... Ich muss mal dazu sagen, im ersten Teil waren... unfassbar viele Wachen auf den Dächern. Da hast du wirklich auf jedem Dach, überall an jeder Ecke irgendeine Wache gehabt. Was ich hier so krass finde, du hast hier irgendwie auf, weiß ich nicht, von 50 Dächern hast du 2 oder 3 Wachen. Keine Ahnung, also... Aveline, man sieht dich immer seltener im Bayou. Bin ich dir nicht mehr nützlich? Ich kam sofort, als ich deine Nachricht erhielt. Ich hatte einen Albtraum. Ich träumte, dass du... Nein. Vergiss es. Erfreust du deinen alten Mentor mit einem Loyalitätsbeweis? Agathe, ich muss dir nichts beweisen. Ich bin loyal. Was brauchst du? Ich weiß nicht, was du und Monsieur Blanc gemeinsam planen. Doch eins steht fest, durch das ganze Chaos und die Aufstände bist du Joa dazu gezwungen, Friedensverhandlungen zu führen und La Balise zu verlassen. Das ist unsere Chance. Wenn der Entführer stirbt und alles wieder sicher ist, ist meine Mission beendet. Ich werde Frieden finden. Dem Gouverneur steht nur ein einziger Weg offen. Alle anderen sind blockiert oder brennen. Lege einen Hinterhalt und schlage zu im rechten Moment. Finde ihn und töte ihn. Jawohl. Den Ort des Hinterhalts untersuchen. So, wir haben also mal wieder einen unserer Hauptgegner, den wir umbringen müssen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Ich würde ganz gerne noch ein paar Leute mit meinen Giftpfeilen umbringen. Das macht nämlich irgendwie Spaß.
Aber hier rennt nirgendwo jemand rum. Aha. Alles da für einen Hinterhalt. Ja, der Wasserturm. Die Wachen eliminieren, ohne entdeckt zu werden. Den Hinterhalt in nur 4 Minuten festlegen. Ja, ist doch nicht schwer. Ich muss nur kurz mal gucken, wo die alle sind. Puck. Hier ist noch einer unten. Hallo, ich werde hier gleich gesehen. So, du bist auch schon mal ausgeschaltet. Du bist auch weg. Und du wirst als nächstes sterben. Und dann hätten wir noch dich. Und du bist auch weg. Sehr schön. Keiner hat mich entdeckt. Ich habe alle Wachen eliminiert und auch unter 4 Minuten, oder? Jetzt muss ich nur noch schnell hier hoch. Wo denn? Da. B drücken. Ja. B drücken. B drücken. Oh. Ah, guck mal. Ich habe recht gehabt. Tatsächlich der Wasserturm. Sprengstoff für den Hinterhalt vorbereiten. Machen wir. Ja, wie? Wie denn? Wohin? Oh mein Gott, das werde ich doch niemals schaffen. Das gehört bestimmt noch zu den 4 Minuten. Haben wir es geschafft? Es scheint so. Guck mal, ich würde die ohne Probleme alle abschlachten. Ist das jetzt ein Fehler im Spiel gewesen? Hat sich die Kutsche verbuggt? Sicherstellen, dass der Konvoi in den Hinterhalt gerät. Okay, dann müssen wir uns bestimmt wieder beeilen. Ja, also die komische Kutsche hat sich da ja gerade festgebackt, ne? Die Kirche nähert sich der ersten Kreuzung. Oh, oh Mann! Los, 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 los! Oh. Okay, jetzt muss ich wohin? Jetzt muss ich dahin. Oh, los jetzt, mach hinne. Aber ich sehe in noch keinem einzigen Stück irgendwo den Konvoi.
Aber es läuft ja ganz gut bisher. Ach, da ist der Konvoi. Okay. Nun denn. Haben wir noch was? Darüber. Los, schneller. Schneller. Lauf, 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 lauf. Oh. Wir sind gefangen. Wir kommen nicht raus. Mit ausgerüsteter Pistole LT auf das Pulverfass zielen und dann Y. Ach so. Das geht auch. Aha. Aha. Na, das ist ja jetzt wohl ein Witz. Okay. Ich bin eh gleich tot. Gut, machen wir ganz anders. Machen wir anders. Wie soll ich denn die jetzt umbringen? Hoch mit dir, los! Die sind ganz schön stark. Würde meine Energie sich bitte mal ein bisschen schneller aufladen? Okay. Wie machen wir das? Machen wir das so? Ich will überhaupt nicht kämpfen. Ich muss kämpfen. Wenn die sich mal vernünftig hinstellen würden, damit man mal vernünftig kämpfen kann. Egal wen, töte irgendjemanden. Okay, und dann machen wir noch einen mit denen. Okay, davon habe ich jetzt keine mehr. Aber wenn er jetzt gleich ausrastet... Oh, hoffentlich. Bitte, bitte, bitte. Weil dafür hat man ja die Waffen. Na? Na, los. Okay, vielleicht sollte ich die Zeit nutzen und in der Zeit, ihn da umbringen. Komm, es seid nur noch ihr drei. Bringt euch doch bitte einfach um. Okay, drei.
Ja, sehr schön, sehr schön. Und jetzt bist du auch noch dran. Los, los, los. Ich hab's geschafft. Uloa eliminieren. Ah, okay. Das ist aber auch die letzte Sache für heute. Bitte, nein, verschont meine Frau und mein Kind. So wie ihr die Sklaven und Arbeiter verschont habt? Oder deren Familien? Doch, es geht ihnen gut. Ich habe sie nur weggebracht. Nach Mexiko. Mexiko? Warum das? Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Berater. Bitte, meine Frau weiß von nichts. Ich sagte ihr, die Konvois wären voller Verbrecher aus den überfüllten Zuchthäusern. Sie ist unschuldig. Erlaubt mir, es wieder gut zu machen. Ihr? Wollt davon nichts wissen? Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Meine eigenen Expeditionen erforderten einen ähnlich großen Aufwand. Das Gebiet ist voller Relikte, die älter sind als die Maya. Außerdem kann ich euch das hier bieten. Man kann damit geheime Dokumente entschlüsseln, so wie dieses. Ich werde mich jetzt umdrehen und gehen. Wenn euch euer Leben lieb ist, verlasst ihr umgehend diesen Kontinent und kehrt nie wieder zurück. Habt Dank für diese Gnade. Gnade? Das ist keine Gnade. Ich überlasse euch lediglich dem Gutdünken eurer Auftraggeber. Ihr werdet ständig auf der Flucht sein. Geht! Genießt die trügerische Freiheit. Aha, okay. Eliminieren sieht für mich anders aus. Nun denn, leider hat die Folge jetzt wieder ein bisschen, Überlänge. Egal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war mal wieder eine aufregende Reise mit der guten Aveline. Und, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Euer Hasshase.